Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gim. So Leute, jetzt denke ich, werden wir heute und das neue Land, was wir haben, werden wir ein bisschen erkunden jetzt, Leute. Das Udamstamm ist sozusagen jetzt nicht mehr das Problem von uns, glaube ich. Denke ich mir, die Udam wird nicht mehr so das Problem sein. Jetzt erkunden wir dieses Ländl bisschen, Leute. Und nebenbei tun wir natürlich wieder werden wir natürlich hier das Gebiet erkunden und versuche wieder unsere Tiere wieder zu beleben. Weil die Tiere brauchen. Ah man, das, ja, das war ein bisschen heftig, Alter, lass mal so, wir haben immer Leute, wir haben, Alter, guck mal, wir haben 5 Tiere. Lass mal langsam die alle Tiere wieder befreien oder wiederbeleben können. Aber jetzt erkunden wir erstmal hier die neuen Gebiete hier, Leute. Lass mal uns erstmal hier alles wieder. So. Was? Ah, die Uhr. Come on.
Irgendwas, Nord, irgendwas ist hier. So, das Gebiet haben wir jetzt auch fertig. Wir brauchen Fleisch, müssen wir wieder finden, Leute. Wir müssen wieder Fleisch und alles. Alter, die Udam leben ja hier immer noch. Die leben ja hier immer noch, auch wenn wir ihren Hauptmann getötet haben. Okay. Okay, auch nicht schlecht. Ah, auf der anderen Seite gehst du weiter, okay? Knochenbrechergrube, ach. Nicht schlecht, Leute. Hier ist echt was ab. Hier geht's. Mhm. Aber. So, dann gucken wir uns weiter hier mal um, Leute. So, jetzt guckt man. Ah, hier ist auch noch ein. Okay, wir können aber hier uns untersuchen, das Gebiet hier mal. Yeah.
Alter, das Gebiet von Udan ist nicht klein, Leute. Aber Udan haben uns mir. Aber dass die Udams immer noch gegen uns kämpfen, Anne. Dass die Udams immer noch gegen uns kämpfen wollen. Das heißt schon was, Leute. Aber ohne Anführer ist halt das Problem, Leute. Wenn hallo? Ohne Anführer kann man. Tushi. Okay, wir können wieder ein Haus verbessern, Leute. Okay. Okay, Nordton brauchen wir halt ein bisschen. Okay, vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas. Was haben wir noch aus? So, gehen wir ins nächste Gebiet. Okay, aber die Rotblätter finden wir hier sehr selten. Haben wir bis jetzt nur ein Teil gefunden, leider. Und wir brauchen halt noch ein paar, das mal. Und wir brauchen halt noch ein bisschen Rotblätter, um unsere Tiere wieder zu beleben. Okay, Leute, die Hände, wie es aussieht, haben die jetzt. Sieht so aus, dass manche Udam noch gegen uns kämpfen wollen, Leute. Sieht so aus, dass die Udam, man. Ein Großteil der Udam wollen noch gegen uns kämpfen.
Sieht so aus, da die Udamnat nicht aufgeben. Guck Leute, sie haben Respekt von uns. Das muss man schon sagen, sie haben Respekt. Wir haben Respekt vor uns, Leute. So, jetzt gucken wir mal, wo noch ein Fahler. Es sind noch ein paar Fragezeichen hier in dem Gebiet, wo man noch machen können. So, jetzt können wir auch noch wieder ein bisschen Fleisch holen und alles Mögliche wiederholen, dass wir nur wieder ein paar Sachen haben für unser Dorf. Und das ist immer wichtig. So, das Gebiet haben wir jetzt. Okay. Dann machen wir das Gebiet da hinten. Wir brauchen aber immer noch Rotblätter, aber Rotblätter gibt es hier halt sehr, sehr selten.
Aber ich will echt noch Dachsfell mir irgendwie Dachsfell herkriegen. Weil ich baue noch zwei Dachsfälle und die sind. Ob ich die noch finde? Alter, das nervt mich. Ich würde gern die Dachsfälle noch kriegen, Leute. So, jetzt guck mal das nächste Gebiet. So Leute, es sind nur noch zwei Gebiete, wo man noch machen müssen. Ja, dann haben wir noch zwei Gebiete und dann können wir. Müssen wir echt noch zwei Dachse finden. Das wäre halt mein Traum, wenn ich noch zwei Dachse finde. Dann könnte man fast unser ganzes Dorf upgraden, Leute. So Leute, aber ich würde echt sagen, somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.